Hallo Leute und herzlich willkommen zur dritten Episode des Profi-Walkthroughs von Artorias of the Abyss. Ja, speaking of. Hinter uns wartet er, der namensgebende Boss dieses herausragenden DLCs, nämlich Ritter Artorias, einer der ikonischsten Bosse des ersten Dark Souls, würde ich meinen. Und das hat einen tollen Grund, denn er hat eine wirklich sehr, sehr spannende Hintergrundgeschichte und die will ich euch nicht vorenthalten. Artorias war nämlich einer der vier großen Ritter von Gwyn, dem Lord des Sonnenlichts. Wir erinnern uns, es war der finale Boss des Hauptspiels. Und von Gwyn hat Artorias auch den Wolfring erhalten, dank dem er ein mächtiges Großschild benutzen konnte. Und er ist dann nach Neulondo gereist und hat dort die Macht des Abgrundschreitens entdeckt und konnte so zu den vier Königen hinabsteigen. Und als Ulesil, also da, wo wir jetzt gerade sind, vom Abgrund überrannt wurde, machte er sich auf, um Dusk of Ulesil zu retten. Diese Klerikerin, die wir ja auch suchen, die hierher entführt worden ist von Manus. Ja, und dann stellte sich Artorias gegen Manus und kämpfte gegen ihn und musste dann allerdings seinen treuen Wolf Sif, den wir ebenfalls aus dem Hauptspiel kennen, verteidigen gegen die Mächte von Manus und hat dadurch sein Großschild geopfert und auch weitgehend seinen linken Arm, den er jetzt kaum noch benutzen kann. Und nicht zuletzt wurde Artorias komplett vom Abgrund verschlungen. Ja, jetzt liegt es an uns, ihn zu retten, schrägstrich zu befreien, oder ihm die letzte Ehre zu erweisen. Und das ist tatsächlich ein extrem heftiger Kampf. Also der Mausoleumswächter da hinten war ein absoluter Witz gegen das, was jetzt Ritter Artorias uns hinwirft. Artorias ist im Grunde hat keine Schwächen. Also ihr könnt da loslegen mit was ihr wollt. Ich setze mal wieder auf brachialen physischen Schaden hier mit meinem Schwarzritter Großschwert. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Viel Erfolg und los geht's in eine der coolsten Kämpfe des Spiels. Ein ganz schöner Badass-Auftritt, den Artorias da hinlegt. Er weiß wirklich gut, mit seinem Großschwert umzugehen. All seine Schwünge könnt ihr gut wegrollen oder wegblocken, was weniger riskant ist und auch gar nicht so viel Ausdauer kostet. Wahnsinnig gern macht Artorias Sprungangriffe, so wie diesen hier. Auch den wegrollen oder wegblocken. Und ansonsten heißt die Devise an ihm dranbleiben, verliert den Respekt und geht bloß nicht auf die Distanz. Wenn er diesen Schleim schmeißt, gegen den Uhrzeigersinn umkreisen, draufschlagen und Ausdauer regenerieren. Ansonsten, wie gesagt, alles blocken. Der Stoßangriff ist sehr gefährlich, weil er zweimal trifft, zur Seite wegrollen und dann wieder an ihn ran. Und ihr seht, das, was ich hier alles wegblocke, das kostet echt nicht viel Ausdauer und das solltet ihr auch tun, weil ihr sonst riskiert, Abstand zu gewinnen und dann passiert das. Er bufft sich und richtet jetzt sehr viel mehr Schaden an, auch Ausdauerschaden. Die Blocks sind jetzt weit weniger effektiv und man muss jetzt deutlich häufiger Ausweichrollen statt blocken. Und hier fängt Artorias tatsächlich an, den Kampf komplett zu diktieren. Er drückt dem Kampf seinen Rhythmus und seine Geschwindigkeit auf und es bleibt einem fast nichts mehr übrig, als nur noch zu reagieren, versuchen irgendwie im richtigen Moment zu heilen, Ausdauer zu regenerieren und versuchen möglichst wieder an ihn ranzukommen und irgendwann mal Schaden auszuteilen. Ihr seht, was ich hier gerade für einen Struggle habe, hier irgendwie aus der Defensive rauszukommen, um möglichst wieder irgendwo mal einen Treffer zu landen. Und auch tatsächlich zu heilen. Aber er wird schneller, er richtet viel mehr Schaden an und frisst meine Ausdauer zum Frühstück. Und wenn ich dann auch noch verzögerte Timings verpasse, dann ist er wirklich jemand, der meine Estus Lacons einfach verspeist und ich nur einen heilen Prozess nach dem anderen vollführe und den Kampf hier gerade aussehen lasse wie ein kompletter Amateur. Abstand gewinnen, kurz mal zu heilen und jetzt ein bisschen mehr Ruhe reinbringen, jetzt wo er nicht mehr so stark gebufft ist. Und seine Kombos abwarten, Sprungattacken provozieren, an ihn rangehen, einen Treffer landen und
jetzt war ich wieder zu weit weg und er bestraft es. Und das könnt ihr tatsächlich unterbrechen. Wenn ihr schnell genug seid und drei harte Treffer landet, könnt ihr seinen Buff-Vorgang tatsächlich unterbrechen und gleichzeitig Schaden verursachen. Mir ist es nicht gelungen, ich muss jetzt zum zweiten Mal damit klarkommen. Und auch mit den Ruckelorgien meiner Capture-Card. Es tut mir wirklich leid, dass meine Capture-Karte hier in dem Kampf plötzlich angefangen hat zu ruckeln, was es noch schwerer gemacht hat und beim Zuschauen bestimmt keinen Spaß macht. Aber die Taktik ist tatsächlich nach wie vor, auch wenn er gebufft ist, dieselbe. Versucht an ihm dran zu bleiben, einen Moment zu finden, wo ihr ein-, zweimal trefft, um dann wieder Ausdauer zu regenerieren, euch Leben zurückzuholen und ja, leider den Rhythmus, den er euch aufzwingt, irgendwie mitzugehen. Und jetzt habe ich das Pech, dass es sich sogar zum dritten Mal bufft. Haltet da, wenn er es nicht schafft, ihn zu unterbrechen, genug Abstand, weil der Aerial of Effect ist fatal. Und trotz allem auch habe ich jetzt noch 10 Estus Flakons übrig. Das müsste eigentlich reichen, um den Kampf sicher nach Hause zu bringen. Versuche hier immer einen Moment zu finden, um zu heilen. Und diese Sprungattacke, die lässt er sehr gut anzeigen. Und erst im letzten Moment müsst ihr wegrollen. Weil auch hier bei dieser Stampfattacke gibt es einen Aerial of Effect, der ziemlich wehtut. Und diese Stoßattacke hat mich jetzt gleich zweimal erwischt. Wie gesagt, das ist eigentlich etwas, was man zur Seite wegrollen muss. Oder wegblocken. Aber wenn er gebufft ist, frisst es meine komplette Ausdauer. Und jetzt in dieser Ruckelorgie schaffe ich es noch, hier den zweitletzten Hieb zu landen. Meine Capture Card, ich schmeiße in den Müll. So, und das war der finale Stoß. Ja, wir haben gesiegt. Es war ein etwas holpriger Kampf, weil Artorias tatsächlich sich häufiger gebufft hat, als er das normalerweise tut. Und das macht den Kampf dann natürlich etwas undurchsichtiger und chaotischer. Wir bekommen seine Seele, die ihr konsumieren könnt für 12.000 Seelen. Oder aber ihr bringt sie zum Riesenschmied und könnt daraus das Abgrund Großschwert schmieden. Das ist ein ganz, ganz besonderes Großschwert, denn es hat die Fertigkeit oder die Fähigkeit, mit Menschlichkeit zu skalieren. Also die große Zahl links oben neben eurem Lebensbalken, je mehr da steht, desto mehr richtet dieses Großschwert Schaden an. Es endet bei 10, aber mit viel mehr Menschlichkeiten sollte man sowieso nicht rumlaufen. Aber das ist ziemlich cool. Auf der anderen Seite hat das Schwert das Problem, dass ihr 22 Stärke, 18 Geschicklichkeit, 18 Intelligenz und 18 Glaube braucht. Also ein rundum aufgelevelter Supersoldat kann dieses Schwert schwingen. Man kann allerdings noch etwas mit dieser Seele machen, aber das zeige ich euch gleich. Jetzt gehen wir erst einmal hier aus diesem Areal hinaus und kommen jetzt nach Ulesil rein, aktivieren mal ganz, ganz kurz das Leuchtfeuer da vorne. Das ist das wichtige Leuchtfeuer hier in Ulesil, weil es das einzige ist in der gesamten Stadt. Setzen wir uns noch ganz kurz hin. Und dann gibt es hier noch zwei Kleinigkeiten, nein, eigentlich drei Kleinigkeiten, die ich euch zeigen möchte. Zum einen geht es hier links in ein weiteres Nebeltor hinein. Und das ist ein interessanter Seitenbereich. Wir bekommen einen violetten Feiglingskristall. Und das Item schauen wir uns gleich mal an. Was auch immer das ist. Es ist natürlich weiter oben gewesen, klar. Und ich scrolle von... Oh, genau hier. Das ist ein Online-Spiel-Objekt. Verlässt den Kampf des Stoizismus. Und zwar habt ihr hier mehrere Arenen, die ihr betreten könnt, um PvP-Duelle auszuführen. Hier gibt es auch eine Liste, eine Rangliste und hier gibt es unterschiedliche Levels und Spielmodi, wo ihr euch alleine oder im Team mit anderen duellieren könnt. Ganz, ganz nice. Dafür müsst ihr allerdings natürlich online sein. Und dann geht es hier noch hoch, den Turm hinauf, über das Kampfgebiet von Artorias. Und hier werden wir später im Spiel oder im DLC nochmal zurückkehren, denn hier gibt es einen zweiten Turm, wo ein sehr, sehr wichtiger NPC auf uns wartet, der uns im Kampf gegen Kalamet unterstützen wird. Allerdings ist das Tor noch verschlossen. Den Schlüssel finden wir in den tiefsten Tiefen von Ulesil, also erst in der nächsten Episode, um dann anschließend hierher zurückzukehren, um eben diesen NPC zu treffen. Warum ich trotzdem hier hochgegangen bin, geht mal hier an diesem Treppenabsatz vorbei, denn da hinten wartet noch ein großer Seelencontainer. Ein richtig großer Seelencontainer. Wie ich schon in der letzten Episode erwähnt habe, das Seelenfarming hier im DLC macht keinen Spaß, weil die Gegner allesamt echt wenig Seelen bringen.
da muss man sich schon drauf verlassen, diese Seelencontainer zu finden. Und da freut man sich dann umso mehr über jeden, den man hier so aufstöbert. So, nun die dritte und letzte Kleinigkeit. Wir gehen zurück in die Arena von Artorias und machen kurz einen sogenannten Save and Quit. Sprich, wir beenden das Spiel und laden es neu. Ja, zurück im Spiel. Nach diesem Save and Quit taucht nämlich hier in der Arena diese junge Dame auf. Das ist Ciaran und sie betet hier am Grab von Artorias mit einer frischen Lilie. Sehr süß. Sprechen wir mal mit ihr. Soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, die Seele, wenn ihr sie noch habt, also die Seele von Artorias, ihr zu übergeben. Sie wird euch dann im Danke dazu zwei Waffen übergeben. Aber ich sag euch was, es gibt einen kleinen gemeinen Trick. Wir sagen jetzt einfach mal nein. Yes, of course. I must not be presumptuous. Artorias would not have approved. Denn was ihr machen könnt, ist die gemeine Tour und sie tatsächlich einfach umbringen. Dann bekommt ihr die zwei Waffen so oder so und sogar noch ihr hübsches blaues Rüstungsset, wenn man es so nennen mag. Es hat keinerlei Auswirkungen auf die Story des DLCs oder des Hauptspiels. Keine bösen, keine guten Auswirkungen. Deswegen könnt ihr jetzt mal ein bisschen gnadenlos sein und sie einfach töten. Allerdings einfach ist das nicht. Sie hat ein bisschen was drauf. Deswegen gebt ihr schon hier, bevor sie aufsteht, wirklich alles mit, was ihr habt. Denn sie benutzt diese beiden Waffen, die wir haben wollen. Das sind nämlich zwei richtig schöne, Krummsäbel, Krummschwerter. Außerdem wirft sie eben mit einem Consumable um sich, das uns nicht heilen lässt. Aber gegen unser Großschwert ist sie fast machtlos. Ich warte einfach drauf, bis meine Ausdauer wieder regeneriert ist und dann haue ich weiter auf sie drauf und tanke alles weg, was sie mir austeilt. Und dann ist Ciaran Geschichte. Und hier liegen sie also, der Dunkelsilberstrahl und der Goldstrahl und eben ihre komplette Robe. Schauen wir uns alles mal an. Allen voran, wo ist er? Der ist weiter oben. Der Dunkelsilberstrahl ist, also beide Waffen sind perfekt für Geschicklichkeitscharaktere. Warum? Ihr seht es, diese Waffe skaliert, ohne dass sie abgegradet worden ist, schon jetzt mit der Bestnote S auf Geschicklichkeit. Wie großartig ist das denn? Außerdem ist, das sieht man hier gar nicht, hat diese Waffe die Fähigkeit, mit dem starken Angriff Gegner zu vergiften, und zwar mit Toxin. Wie cool ist das? Und wenn ihr in die zweite Hand die zweite Waffe nehmt, die ist weiter unten, jetzt habe ich sie, glaube ich, überscrollt, hier ist er, der Goldstrahl in die zweite Hand, auch diese Waffe skaliert fantastisch auf Geschicklichkeit hier mit der Note A und links unten seht ihr, hat einen Maximalwert auf Blutung. Also nehmt diese beiden Waffen in die Hand, in beide Hände und seid ein Geschicklichkeitscharakter, ihr habt hier wirklich ein super, super Waffenset, also ein ganz, ganz tolles Waffenduo. Noch ein Wort zur Robe. Das ist ein leichtes Rüstungsset. Ihr seht es links, alle Zahlen werden rot, weil im Vergleich zu meinem Silberritter-Set ist das natürlich eine deutlich schwächere, aber auch eine deutlich leichtere Rüstung mit der absoluten Fertigkeit, dass sie sehr giftresistent ist und auch fluchresistent. Nun denn, coole, coole Sachen, die man hier findet. Und nun geht es dann eben nicht hier raus, also hier ist da, wo die Leiche liegt, geht es immer zurück in den königlichen Wald, das kann ich mir nie merken, aber jetzt kann ich es doch. Gehen wir nun wieder zum Leuchtfeuer und leveln noch auf. Ich denke, dass ich, wenn ich noch ein paar große Seelencontainer oder Artorias Seele konsumiere, dass ich zwei Level-Ups haben werde. Also erstmal, das kann ich euch ja gerne auch mal wieder zeigen, so zwischendurch, wie mein Charakter so aufgelevelt ist. Also ein Seelen Container hält. Das dürfte dann wahrscheinlich noch nicht ganz reichen, weil ich über 50.000 brauche für einen Level-Up. Und da hört man schon die Gegner hier in Ulesil. Oh, das wird sicher auch noch nicht reichen. Schnuppern wir mal alle kleinen Seelencontainer weg.
Das ist ja eh nur noch Kleinvieh. Und vielleicht reicht es ja jetzt für 2 Level-Ups. Ansonsten müssen wir halt noch Arturias Seele mitnehmen. Aufsteigen. Es reicht nicht ganz. Dann nehmen wir noch Arturias Seele mit, bevor wir jetzt uns hier ins Leveln konzentrieren. Wo ist er? Da. Verdammt. Nicht 12.000, sondern 16.000. Umso besser, dass ich mich hier getäuscht habe. Nun denn, also, ich habe 30 Vitalität, mehr werde ich nicht brauchen, das reicht auch, viel mehr sollte man wirklich nicht investieren, weil die Schritte, ihr seht es, nur noch 27 Zähler nach oben pro Level, das ist echt ziemlich teuer. Kondition, ja, wenn ihr auf schwere Rüstungssets setzt, dann ist das natürlich nicht nur einfach mehr Ausdauer, sondern auch, ihr könnt mehr tragen, immer gut. Ich bin halt ein Stärke-Charakter, das seht ihr hier mit 45 Punkten auf Stärke, ich ziehe aktuell Geschicklichkeit oder Beweglichkeit ein bisschen nach, weil das auch immer noch Schaden bringt. Und deswegen kann ich eben Arturias Großschwert nicht tragen, weil ich weder Intelligenz noch Wille so weit aufgelevelt habe, dass ich es überhaupt führen könnte. Deswegen gehe ich weiter auf Schadensoutput, ziehe Beweglichkeit und Stärke nach. Mehr Schaden kann in Ulesil nicht. Haha, Schaden. Nun denn, das war's mit der Arturias Episode vom Arturias of the Abyss DLC. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wünsche natürlich wie immer viel Erfolg beim Nachspielen. Falls ihr Fragen haben solltet, gerne unter dieses Video. Ich werde sie so schnell wie möglich beantworten. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als wie immer feierlich zu winken, Dankeschön zu sagen fürs Zuschauen und ich würde mich auch über einen Daumen freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal im Profi-Walkthrough von Dark Souls 1 Arturias of the Abyss. Bye bye und macht's gut.